Moin moin und herzlich willkommen auf dem Kleingartenkanal. Jo, wir haben Glück. Dieses Jahr fällt der Frühling auf den Samstag und heute haben wir Samstag. Es soll ja 20 Grad werden hier im Norden, im Süden von Deutschland 29. Schauen wir mal. Denn die letzten Tage waren geprägt von niedrigen einstelligen Temperaturen und ergiebigen Regen, was meinen Plan etwas durcheinander schmeißt hier mit meinem Spargelbeet. Das ist alles eine schlammige Masse und hier einen vernünftigen Graben zu ziehen war nicht möglich, aber dennoch muss es irgendwie weitergehen, denn mir läuft die Zeit so langsam davon. Schauen wir mal, ob ich heute mit Gummistiefeln da reinsteige. Das heißt aber nicht, dass wir die ganze Zeit hier nur rumgesessen haben und Däumchen gedreht. Nein, Ulrike hat das Gewächshaus geputzt von innen und außen. Da kann man richtig durchgucken. Ich gehe mal näher dran. Klingt alles wie neu. Dann haben wir noch zwei Fuchschen uns ergattert. Und Salat ist auch bald erntereif. Was haben wir hier noch? Kohlrabi. Und die Fuchschen, die kommen da vor die Hütte, links und rechts, auf unser Feierabendbänkchen. Das ist das im ersten Schritt vorbereitete Spargelbeet. Ich habe jetzt erstmal die Erde gelockert und im weiteren Verlauf werde ich in der Mitte des Beetes hier einen Graben machen, ungefähr spatentief. Und in den Graben kommt unten vom Kompost rein. Und den nächsten Schritt zeige ich euch denn. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Schätze, um die es eigentlich geht. Hatte ja im letzten Jahr Spargelsamen ausgesät. Blende euch mal ein paar Bilder ein, sollte ich noch finden. Dann hatte ich die pikiert und zum Überwintern habe ich die hier in die Hochbeete eingepflanzt. Und jetzt gucken wir mal, wo die Schätze begraben liegen. Ja, ich habe leider nur zwei Hände, deswegen muss ich hier mit zwei Kameras hantieren. Aber einen habe ich jetzt mal rausgegraben und darum geht es hier. Das ist sind die Rhizome, die ich jetzt dann in das Spargelbeet umziehen werde. Ich meine, da habe ich natürlich, ich sag mal, zwei Jahre verloren. Wie wenn ich mir fertige Rhizome kaufe. Aber dann guck dir mal, was die kosten und was ein Tütchen Samen kostet. So, den buddel ich wieder ein. Und dann geht's demnächst weiter. Spargelbeet Phase 2. Und hier seht ihr den Grund für die Bodenaustauschaktion, weil das ist schöner Lehm, der hier in der unteren Schicht wohnt und deswegen kommt der Graben hier und der Boden wird ausgetauscht. Ich meine, die obere Schicht ist ja in Ordnung, aber 10 cm reicht halt nicht. Und im Zuge dieser großen Bodenaustauschaktion findet auch zeitgleich die Umsiedlungsaktion statt. Lassen Sie mal, muss ich irgendwo hin mit dem Lehmboden. Ich kann die auch nicht wegschmeißen. Deswegen ist hier vorne, wo das Heidebeet war, jetzt erstmal nichts. Ich werde das ein bisschen mischen, den Lehmboden ein bisschen untermischen, wenn das trocken ist, die Klumpen klein hauen und damit Rasen einsehen. Oder was auch immer hier an Grünzeugs wächst, wo ich mit dem Rasenmäher drüber kann.
Also Rasen ist geplant. Was man plant, ist das eine. Was dann wächst, ist was anderes. Und wenn es Moos ist, dann ist es Moos. So, und die ganze Heide, die ja auch mal ein Schweinegeld gekostet hat, die haben wir natürlich noch nicht weggeschmissen. Da sind noch zwei Azaleen. Und die warten jetzt hier auf ihren Einsatz. Man sieht ja schön aus hier drunter, aber ob das ein Platz für die Heide ist, man weiß es nicht. Und die Azaleen, die kommen auch noch hier irgendwo. Hier wird auch alles umgestaltet. Ulrike ist schon dabei. Heute regnet es. Aber schönes Arbeitswetter, ich sag's mal so. Und ich lege jetzt die Kamera weg, einmal gut durchpusten. Und dann werde ich noch die eine oder andere Ladung Lehm durch die Gegend kutschieren hier. Und hoffen mal irgendwann, dass der Matsch hier auch mal austrocknet. Aber durch dauernde Hin- und Herlaufen wird es auch nicht besser, aber was soll ich machen? Gut, ja, die Putztage. Ich habe hier die kleine Hütte hinter mir, die Wand mit der Wurzelbürste abgeschrubbt, da waren so eine Art Stockflecken drauf, das hat mich die ganze Zeit schon angestunken. Dann wurde das auch erledigt und ich habe hier hinten unser Paprika-Zelt umdekoriert, zeige ich euch. Und zwar habe ich das jetzt in Etagen angeordnet, dass man besser drankommt. Es sind immer noch 6, waren es auch vorher. Aber ich habe jetzt hier noch Platz gewonnen. Hier kommen 4 Tomaten rein. Und zwar Harzfeuer. Und die Harzfeuer sind F1-Hybride. Deswegen will ich die nicht im Gewächshaus bei den anderen Tomaten haben, damit da nichts überkreuzt. Und von denen im Gewächshaus will ich dann Samen ziehen. Daher der Aufwand. Und die stehen jetzt hier für den Anfang und die kommen dann später eventuell, wenn das Wetter entsprechend ist, hier vorne unter die Veranda, wo ich ja das Geländer weggemacht habe. Es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus von dieser Perspektive. Da würde es wahrscheinlich auch mit Geländer besser aussehen. Aber wenn man jetzt hier vor der blitzblank gewienerten Hütte sitzt und sich das Ganze von hier betrachtet, vor allen Dingen vor meinem Chefsessel, dann macht das schon mehr Sinn, dass das Geländer weg ist, denn man sieht was. So, gehen wir mal ein bisschen was arbeiten. So, das ist glaube ich Phase 2 jetzt von meinem Spargelbeet und spätestens jetzt werdet ihr gemerkt haben, dass ein Spargelbeet eine andere Hausnummer ist, wie Radieschen einsehen, aber dafür wollen wir die nächsten Jahre den Spargel ernten. Und der Grund, warum hier so viel Lehm ist, ist auch nicht zufällig, denn vor ungefähr 100 Jahren hat Kaiser Wilhelm hier einen Kanal buddeln lassen, den Nordostseekanal. Und diesen ganzen Aushub, der musste ja auch irgendwo hin, den konnten wir ja nicht den Bauern auf die Felder kippen, das ganze Lehmzeugs. So wie ich jetzt hier einen Teil vor meinem Garten gelagert habe, das werde ich noch glatt ziehen. Und dann schauen wir mal, welche Pflanzen sich da wohlfühlen. Ich hoffe, Brennnessel. Was auch immer. Weil Brennnessel kann man auch nie genug haben im Garten. Und die oberste Schicht, was noch so zu gebrauchen war, das ist hier in dem ehemaligen Heidebeet. Wird das verwurstet. Und dann ist das auch weg. Ja, mit der Erde. Das ist so eine Geschichte hier im Garten. Alle paar Meter hat man eine andere Konstellation. Und ich weiß nicht, in der Zeit, in der wir hier sind, ich weiß nicht, ob 100 Säcke reichen, die wir hier an Pflanzerde schon reingekarrt haben. Wenn nicht, das kommt dicht hin.
Und als nächstes kommt die Phase 3. Da werde ich den Kompost hier, auch wenn er noch nicht ganz reif ist, das Spiel Kinder Rolex, die werde ich in die Sohle von dem Graben einbringen. Obendrauf kommt wieder Pflanzerde bzw. Blumenerde, die kostet 1,50 Euro weniger bei fast gleichen Inhalten. Und dann schauen wir mal, weil Spargelpflanzen, die wurzeln bis zum Meter tief. Aber das ist das erste Mal, die Jungpflanzen hier, dass die gut anwurzeln können. Und die machen wir dann gleich aus. Aber erst kommt der Kompost rein. Kompost ist drin. Auf den Kompost kommt jetzt Pflanzerde. Und dann kommen da die Setzlinge drauf und oben drauf noch mehr Pflanzerde. Das ist jetzt die Ausbeute, was ich aus dem Hochbeet gebuddelt habe, wo die überwintert haben. Das sind jetzt Einjährige. Und ich habe gesehen, bei Gärtner Pötschke kosten die so knapp unter 1 Euro. Also was ich jetzt hier zu liegen habe, sind 25 Euro um und bei. Tütchensamen hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Ist natürlich Arbeit, ne? Aber ich hoffe, dass sich das denn auszahlt. Außerdem, wie gesagt, ich habe noch Saatgut übrig. Das werde ich hier mit einsehen. Aber später, weiter oben in der Schicht, hier kommt noch ein bisschen was drauf nachher. Und dass wir dann die B-Mannschaft, falls irgendwo einen Ausfall gibt, dass ich da noch Ersatz habe. Gut, das werde ich jetzt nicht filmen hier. Die kann man einpflanzen. Möglichst die Wurzeln spreizen. Und hier kann man schon sehen, wo der Spross hin will. Das wären also die ersten Spargel, die da raussprießen. Mini-Spargel. Also so soll es rein. Und das muss ich jetzt nicht alles filmen. Ich werde jetzt, wie gesagt, die Sachen einpflanzen. Werde mir die markieren. Die haben wir noch vom Schilf Stäbchen übrig. Da kommt überall so ein Stäbchen hin, damit ich weiß, wo die drinnen sind. Und dann geht das Projekt hier so langsam dem Ende zu. Ich glaube, mehr gibt es im Moment über die Spargelbeete auch gar nicht zu erzählen. Jetzt heißt es Geduld haben. Und ich habe das im letzten Jahr das Spargel-Experiment genannt. Und ich glaube, so muss ich es auch betrachten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob der Standort stimmt, ob meine Behandlung stimmt. Aber eigentlich, wenn man Wurzeln in die Erde steckt, sollten sie wachsen. Wir machen nochmal einen kurzen Blick drauf. So sieht das jetzt aus. Alle 30, 40 Zentimeter ist eine Pflanze, ein Rhizom in die Erde gekommen. Ich werde am Montag nochmal Pflanzerde im Baumarkt besorgen. Hier kommen noch ungefähr 10 cm, will ich noch oben drauf machen. Und dann üben wir uns in Geduld und warten, ob da was kommt. Überall, wo ich so ein Schilfstöckchen reingesteckt habe, sollte dann so ein grüner Nippus rauskommen. Und wenn ich die Erde hier drauf habe, diese 10 cm, dann sehe ich oben nochmal die B-Mannschaft ein. Und gucken wir mal. Ja, Ulrike war auch fleißig. Hier hat sich auch einiges getan. Aber frag mich nicht, was hier alles drin ist. Das sieht mir aus wie Salat. Dann haben wir hier oben noch mehr Salat. Und ich glaube, hier vorne sind Erbsen drin. Die wollen wir nach unten ranken lassen. Also diesmal nicht von unten nach oben, sondern einfach das über den Rand hängen lassen. Ja, aber das
sind nur die kleinen Geschichten hier. Hier haben wir eine neue Schicht aus Rindenmulch drauf, dass das wieder ordentlich aussieht. Im Grunde genommen sind wir sehr zufrieden mit unserem Garten, wie er im Moment sich darstellt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, dass wir bisher wieder alles gut im Griff haben. Und damit sage ich für dieses Mal leises Servus. Meine ganz speziellen Grüße gehen heute nach Nürnberg. Es ist keine Schande, gegen Holstein Kiel zu verlieren. Seid nicht traurig. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.